Wir hatten jetzt gleich Pause, aber eine Geschichte muss ich noch erzählen. Über so eine Investorklage an der Krone. Rumänien ist ja bekanntlich eines der reichsten Länder in der EU. Deshalb hat man auch so Angst hier vor der Einwanderung in die Sozialsysteme. Rumänien ist vor allem aber ein unheimlich schönes Land. Da gibt es ein Tal, das heißt Roșia Montană. Wunderschön. Da wird seit über 2000 Jahren Gold abgebaut. Immer in kleinen Portionen. Und die staatliche Lizenz dafür, das war natürlich im Sozialismus staatlich, ist an eine Genossenschaft übergegangen. Und ganz komischerweise in die Hände eines kanadischen Bergbaukonzerns gekommen. Und der hat natürlich gleich gesagt, Mensch, das ist ja wahnsinnig. Wir haben erkundet, dass hier die größten Gold- und Silbervorkommen Europas, wenn nicht sogar der Welt sind. Das wollen wir haben. Bei den Methoden sieht es ein bisschen schlecht für die Natur aus. Da muss nämlich wahnsinnig viel Nitrate, Nitrite und Gift eingesetzt werden, sodass ein Proteststurm dazu geführt hatte, dass das Parlament gesagt hat, nein, das machen wir nicht, hier gibt es keinen großflächigen Abbau. Der Ministerpräsident hat gesagt, Leute, ihr seid nicht gut beraten, ich denke, da kommt eine Klage auf uns zu. Und just das ist passiert. Gerade vor 14 Tagen ist es rausgekommen, der kanadische Konzern hat in Wien vor einem Privatgericht eine Klage angedroht mit einer Schadensersatzforderung von 4 Milliarden Dollar. Könnt ihr euch vorstellen, wie beeindruckend das für Parlamentarier ist, die ja sowieso teilweise nicht so richtig aufrecht sind, von denen man vielfach sagt, in Rumänien gibt es viel Korruption, die steckt vor allem in der Politik. Also, es ist gar nicht unbedingt notwendig, dass dieses Gericht angerufen wird. Man muss nur damit drohen und dann kann man schon davon ausgehen, dass die Parlamentarier sich davon beeindrucken lassen. Okay, das war die kurze Geschichte, die ich noch erzählen wollte. Das Thema ist nicht so bekannt. Bekannt ist ja die Klage von Vattenfall gegen die Bundesrepublik und manche andere auch, aber dieses ganz neu passiert mitten in Europa und passiert auch ohne Freihandelsabkommen. Ganz einfach, weil die EU die Beitrittserklärungen der neuen Mitglieder so abgefasst hat, dass auch dort diese Klagemöglichkeiten schon drin sind. Wer Lust hat, Werbeblock, mehr leicht verständliche Informationen über Welthandelspolitik, auch über Fairhandel zu bekommen, der ist eingeladen, jeden Freitagnachmittag 16.30 Uhr bei Attac, im Attac-Treff auf der Grünberger Straße zu kommen. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir noch ein paar Aktivisten richten, denn wir müssen auf die Straße gehen und wir müssen Kräfte zusammenziehen, um TTIP zu stoppen und dieser zu verhindern. So, und jetzt 20 Minuten Pause.